Liebe Zuschauer, ja, Pfingstmontag. Ich hoffe, Sie hatten schon ein paar angenehme Tage und Sie waren von Sonne und blauem Himmel gesegnet. Aber auch wenn es regnet, muss man sich entsprechende, ja, Möglichkeiten schaffen, die das Herz erwärmen, Bewegung, gesunde Ernährung und so weiter. Ich begrüße heute zu einer weiteren Ausgabe Schröders Blick, Silke Schröder. Silke, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Morgen, liebe Zuschauer, oder hallo, liebe Zuschauer, und hallo, lieber Peter. Silke, wir haben heute ein Thema, das Sterben der Innenstädte und der Bereich Massensterben bei Hotels und Gastronomiebetrieben. Lass uns bitte mal von den Innenstädten sprechen. Die Befürchtung, die hier entsteht, dass wir stereotype Innenstädte bekommen. Das heißt also, du kannst mit verbundenen Augen gehen, da sagst, da ist die große Parfümerie, da ist die große Konfektionskette, da ist das. Diese kleinen Läden, die den Charme ausmachen. Kleine Straßencafés, kleine Boutiquen, ja, dort, wo man sagen kann, da kann man Accessoires kaufen aller Art, ich will niemand auslassen. Hast du die Befürchtung, dass das nicht mehr kommen wird? Du hast eigentlich schon vorweggenommen, was ich sagen wollte. Also Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger einer Entwicklung, die wir seit einigen Jahren ohnehin beobachten. Und das ist die Entwicklung, dass im Grunde genommen die Konzerne, die großen Ketten unsere Innenstädte maßgeblich prägen und dass die kleinen Konzepte da überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und es ist natürlich klar, dass solche Ladenkonzepte wie jetzt Zara oder Adidas oder H&M ein anderes Durchhaltevermögen haben, auch andere finanzielle Möglichkeiten, als das jetzt der Einzelgewerbetreibende ist. Und Corona wirkt jetzt hier nochmal wie ein absoluter Brandbeschleuniger, insbesondere da die kleinen Konzepte, also die kleinen Läden ja jetzt im vergangenen Jahr durch diese Stop-and-Go-Politik der Bundesregierung, das habe ich von vielen auch Laden- und Boutiquebesitzern gehört, mit denen ich persönlich gesprochen habe, immer wieder in der Situation war, und das muss jetzt noch nicht mal Mode gewesen sein, das kann jetzt auch Papeterie oder sonst irgendwie ein Geschäftskonzept gewesen sein, Ware zu bestellen, weil sie ja saisonale Ware vorhalten mussten, weil wir dann zwischendurch einen Wellenbrecher-Lockdown hatten und dann hieß es von Frau Merkel nur noch 3 Monate oder nur noch 6 Wochen, Osterruhe, ja, nein. Also es gab ein Stop and Go. Und gerade die kleinen Gewerbetreibenden waren dann in der Situation, dass sie immer wieder Ware nachbestellen mussten, vorrätig halten mussten, die sie dann aber teilweise gar nicht verkaufen mussten, weil dann die Corona-Regeln doch verlängert, verschärft oder Öffnungsmöglichkeiten verwehrt worden. Und das kann ein kleiner Gewerbetreibender, eine Boutique, ein Schuhhaus, eine Papeterie oder ähnliches, das können die gar nicht darstellen. Und deswegen steuern wir hatten ja eine Insolvenzantragsaussetzungsfrist bis Ende April. Wir steuern hier ganz massiv auf ein ganz großes Gewerbesterben zu. Wer durch die Innenstädte geht, hier in Berlin sieht man das schon, sowohl am Kurfürstendamm als auch in Seitenlagen, der stellt fest, es sind schon viele Ladenlokale leer. Also das ist augenscheinlich ganz, ganz klar zu sehen. Und das ist erst der Anfang. Also die richtig große Pleitewelle wird auch von den Wirtschaftsexperten erst für 2022 erwartet, praktischerweise nach der Bundestagswahl. Und dann, ich meine, wir haben ja auch noch das Thema Kurzarbeitergeld. Also es gibt ja verschiedene Hilfen, die noch so einiges in Gang halten. Das heißt, die richtig große Welle, die erwartet uns 2022. Können wir das Ganze, was wir jetzt erleben, als Blendwerk, als nebulös bezeichnen? Ich meine, wer eher entschämt, der Böses dabei denkt, dass das nach der Bundestagswahl die offensichtlichen Kollateralschäden, die da sind, ans Tageslicht kommen. Silke, für mich ist immer wieder verwunderlich, dass selbst seriöse Berichterstattung, nehmen wir mal Handelsblatt und andere, wo man sagt, okay, wir können uns darauf berufen, hier sind Informationen, dass die dieses Thema nicht richtig angehen. Wir haben einmal, du hast es richtigerweise gesagt, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass derjenige, der von jemandem Geld bekommt, das dann abschreiben muss, wenn derjenige in die Insolvenz geht. Und nach unserem Kenntnisstand sind in den ersten Wochen, jetzt im Mai, über 40.000 Insolvenzanträge gestellt worden. Das sind ja Schicksale, das sind Menschen verbunden, die an sich eine Existenz aufgebaut haben, das sind Mitarbeiter, nicht erwähnt sind ja die Firmen, die überhaupt keine Insolvenz in dieser Form anmelden, sondern die einfach sagen, ich mache mein Geschäft zu.
Und das ist ja spekulativ, ist es ja so, und nicht nur spekulativ, sondern hinterlegt, das kommt ja nochmal dieselbe Anzahl hinzu. Aber ist es nicht einfach ein Blendwerk, was uns hier vorgemacht wird? Das Ganze ist doch eigentlich fragil und wir stehen doch in einer Situation, die doch insgesamt den Menschen noch gar nicht bewusst ist, dass wir wirklich, dass das Glas nicht nur angebrochen, sondern ziemlich desolat Bruchstellen aufweist und wir eigentlich, wenn du so willst, vor einer Herausforderung stehen, wie sie noch nie da gewesen ist. Genau so ist es, Peter. Und der Staat spielt sich auch hier wieder als Retter von Problemlagen auf, die er selbst geschaffen hat. Ja, also ein lausiges Corona-Management, das können wir der Bundesregierung ja nun wirklich eindeutig attestieren, führt jetzt dazu, ich meine, es gibt ja auch andere Vergleiche, andere Länder, ob das jetzt Schweden ist oder in den USA haben wir verschiedene Bundesstaaten, die vollkommen anders vorgegangen sind während der Corona-Zeit und jetzt natürlich auch wirtschaftlich viel besser durchkommen. Und bei uns wird jetzt nur wieder von den nächsten Regulierungen, Hilfen und Maßnahmen geredet, mit der die Bundesregierung dann großzügigerweise die Gewerbetreibenden, die Selbstständigen unterstützen möchte. Also ich meine, ich verwehre mich auch eigentlich fast gegen diesen Begriff des Unterstützens, weil wir reden hier von Verteilung von Steuergeldern, die ohnehin wir selbst erwirtschaftet haben. Also da so zu tun, als wäre der Staat hier der Retter in der Not, ist ja ohnehin Blendwerk. Ja, also ich stimme dir zu, es handelt sich hier um Blendwerk. Es ist im Grunde genommen ein bewusstes Hintergehen, auch eine bewusste Täuschung der Bevölkerung, der man jetzt weismachen will, das ist quasi so über uns gekommen wie eine unvorhergesehene Schicksalsauswirkung. Dass es Corona gibt, ja. Wie man mit Corona umgegangen ist, nein. Also das Krisenmanagement hätte durchaus anders laufen können und auch der Umgang mit volkswirtschaftlichen Faktoren hätte ganz anders aussehen können. Und insofern, das dicke Ende kommt am Schluss. Das werden wir nach der Bundestagswahl erleben. Wenn erstmal die Kurzarbeitergelder ausgelaufen sind, wenn die Soforthilfen ausgelaufen sind, dann wird es eine Marktbereinigung geben, Corona-bedingt. Und dann werden wir mal ganz klar sehen, was diese Bundesrepublik, diese Bundesregierung hier mit diesem Land angestellt hat. Und dann werden wir auch eine Quittung bekommen. Und daran anschließend, das können wir jetzt schon so sicher sagen, wie es Abend in der Kirche, wird es wieder die großen Umverteilungsdiskussionen geben. Wer zahlt das? Ne? So mit Scholz zu sprechen, starke Schultern müssen viel tragen, bla bla bla. Da wird es dann wieder nur an die nächsten Steuererhöhungen gehen, die allerdings auf immer weniger Schultern überhaupt ausgetragen werden kann. Also wenn jetzt auch der ganze Mittelstand, das sehen wir auch in anderen Gewerbebereichen, ob das jetzt die Bauwirtschaft ist. Wir sehen im Moment eine ganz akute Verteuerung von Baustoffen. Wir sehen den Zusammenbruch von Lieferketten. Also wer soll die Zeche, die die Bundesregierung im Moment aufbaut, am Ende des Tages überhaupt bezahlen? Ich habe da keine Antwort drauf, muss ich dir sagen. Lass uns danach drüber reden mit der Bauwirtschaft, da wirst du mich aufklären dann. Da bin ich froh. Also wir wissen es, das ist grausam. Wir kriegen mitunter nur noch Tagespreise. Zum Glück haben wir entsprechend eingekauft. Jetzt haben wir ja die Situation, es wird vielen Menschen immer offensichtlicher, die hinter die Kulissen schauen, und da musst du nicht weit hinter den Vorhang schauen, dass in der Bundesrepublik ein Filz, eine Klüngelwirtschaft vorherrscht, wie es nicht schlimmer geht. Es gibt keine Verantwortungen mehr, weder für eine Maut, noch für Masken, noch für einen Doktortitel, der großzügigerweise ein paar Monate vor der Wahl trete ich zurück. Unsere Kanzlerin huldigt sie zu einer Heiligen als Familienministerin. Ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich muss wirklich so stark darauf reagieren, weil ich diese Causa diese Woche so ungeheuerlich fand. Besonders Frau Merkel selbst soll ja gesagt haben, sie fände es eigentlich gar nicht notwendig, dass Frau Giffey als Familienministerin zurücktritt. Und Frau Giffey dreistet sich wirklich an zu sagen, naja, aber regierende Bürgermeisterin der Bundeshauptstadt möchte ich natürlich trotzdem bleiben, ne? Also irgendwie muss ich auch versorgt werden. Das ist ein Skandal, was wir hier sehen, allererster Güte. Und man sieht, wie weit sich diese Politikelite nicht mehr als Volksvertretung, sondern im Sinne einer Politoligarchie als eigenständige Kaste versteht, die wirklich nach Selbstbedienungsmanier einfach schalten und walten und vor allen Dingen sich selbst bereichern kann, wie sie möchte. Das ist
Es ist unfassbar. Und wenn wir noch eine funktionierende vierte Gewalt im Staat hätten, wenn die Presse ihren verdammten Job machen würde, dann müsste das eigentlich jeden Tag rauf und runter kommentiert werden. Wird es aber nicht, weil wir eben diese unheilige Allianz und die Abhängigkeit natürlich auch haben. Die Bundesregierung schaltet ja wahnsinnig viele Anzeigen. Es gibt Medienunterstützung. Also insofern, das ist wirklich ein selbstreferenzielles System geworden und dadurch hat es auch kein Korrektiv mehr. Und wir Bürger sollen dafür die Zeche zahlen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, habe ich nicht. Ich bin Entschuldigung. Das musste ich eben loswerden. Tu das. Wir haben ja nicht irgendwo konfektionierte Sendung, sondern wir haben ja einen Meinungsaustausch und wollen die Zuschauer informieren. Das Zitat, Merkel hat übrigens nicht den Rücktritt für notwendig befunden, war übrigens in der FAZ. Und der FAZ-Korrektiv, der wird ja auch noch Glauben schenken. Ne? Ihr arbeitet ja ganz gut zusammen. Dann hast du Folgendes gesagt, was hier im Augenblick passiert. Das ist so die Situation, die Deutschland wird regiert. Deutschland wird aber im wahrsten Sinne des Wortes von oben herunter regiert. Und es ist eine Regentschaft, da wird gesagt, so wird es gemacht. Wer dagegen opponiert oder gar den Mund aufmacht, probiert es mal. Der verliert seinen Chefarztposten, der verliert seine Stellung, der verliert dies, der verliert jenes. Du wirst gesellschaftlich geächtet. Ist es genau der Grund, dass wir eine einseitige Ausrichtung haben? Im Grunde genommen hast du eine Parteiensuppe. Das ist so wie eine Gemüsesuppe. Die ist ja gesund, aber das, was wir erleben, ist nicht gesund. Du hast ein Einheitsbrei, um zu sagen, du kannst im Grunde genommen bis auf eine Partei, die ich auch nicht bedingungslos wählen kann, weil sie einen Flügel hat, der mir absolut missfällt. Aber du hast im Grunde genommen, hast du die Linke, hast die Grünen, hast die FDP, SPD, CDU, CSU, Freie Wähler. Aber ich will jetzt niemand auslassen, aber das sind die Nennenswerten. Aber da findest du doch keinen Unterschied mehr. Die CDU hat doch ihr Spektrum, ihr Profil bis zur Unkenntlichkeit. Da sage ich doch, ich bewege mich auf Grünen, auf Sozialistischen, auf SPD, auf linken Terrain. Ich finde doch überhaupt keinen Unterschied mehr. Ist es dieser Filz, der das ermöglicht hat? Und dieser Filz, Silke, der ist doch dadurch entstanden, dass die Menschen gesagt haben, ich kann sowieso nichts ändern, lass die mal machen. Ach komm, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Das kann man nicht sagen, das meine ich nicht so. Ist es nicht diese destruktive Haltung des Souveränen, des Bürgers, die dazu geführt hat? Ja, ich glaube, wir haben da mehrere Gründe, die dazu beigetragen haben. Das eine ist sicherlich eine bestimmte Form der Demokratie-Unerfahrenheit. Ja, das würde ich wirklich genauso formulieren, die wir in Deutschland haben. Denn müssen wir uns mal anschauen, wir haben in den letzten Jahrzehnten in dem Sinne keine wirklichen Bedrohungen, keine wirklichen Krisensituationen gehabt. Es ging uns ja trotz Wiedervereinigung wirtschaftlich immer gut. Also Deutschlands Wirtschaft hat super gebrummt, auch nach der Subprime-Krise hier 2007, hat es bei uns immer so gut funktioniert, dass die Bürger irgendwann ihr Demokratiebewusstsein fast schon unbewusst abgeschaltet haben. So nach dem Motto, die Politik macht einen guten Job, ich kann mich drauf verlassen, auch so wie beim Kegelclub, einmal CDU oder Grüne oder was auch immer, immer diese Partei. Und insofern gibt es da eine bestimmte Form der Unmündigkeit, die andere Leute nennen sie vielleicht Wohlstandsverwahrlosung, wobei ich das Wort Wohlstand schwierig finde, denn wir haben sehr viele Menschen in diesem Land, die arm dran sind, viele Kinder, denen es nicht gut geht, viele Alte, die nach Flaschen sammeln, denen es überhaupt nicht gut geht. Aber in Bezug auf unsere Demokratiefähigkeit sind wir im Grunde genommen unmündig. Und dazu haben eben auch die letzten Jahrzehnte geführt, die Gott sei Dank ja sehr, sehr gut für dieses Land, für Deutschland gelaufen sind. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch einen globalisierten Zeitgeist, der so wirkmächtig ist, weil er natürlich über Konzerne, die mittlerweile fast über unendliche Ressourcen und Geldmengen verfügen, ob das jetzt Amazon, hier Microsoft, Apple, was auch immer ist, ein Propaganda und natürlich auch ein Lobbynetz gebaut haben, aus dem es fast kein Entrinnen gibt. Ja, und diese Einflussnahme, die natürlich auch, also der Politiker im Grunde genommen ja auch fast ausgeliefert sind. Also wenn wir uns die Umsätze von Amazon etc. angucken, die übersteigen ja das volkswirtschaftliche Aufkommen vieler Volkswirtschaften von kleineren Ländern der Welt. Das ist also
Früher hat man immer gesagt, ne, es gibt die Politik, dann kommt irgendwo die Wirtschaft und diese Reihenfolge, die hat sich umgedreht. Also wir werden von einer globalisierten, ermächtigten Wirtschaft politisch auch getrieben. Und wenn wir dann natürlich darüber hinaus noch Politiker haben, die ein Gedankengut linker Art, so würde ich das mal nennen, das ist ja im Grunde genommen eine Art von Neosozialismus, den wir hier in seiner Blüte nun erleben und Frau Merkel mit ihrer Sozialisierung ist möglicherweise da noch aus alten Erfahrungen für anfällig gewesen oder vielleicht auch mutwillig, das wissen wir letztlich nicht. Das hat einen ganz, ganz breiten Wirkungsgrad erreicht. Und dazu muss man auch sagen, es gibt durchaus viele Menschen, denen die Globalisierung Angst macht, alten Menschen, aber auch insbesondere jungen Menschen, die sich irgendwie so ein bisschen verloren fühlen, die nicht mehr an ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigene Kraft oder ihre eigene Bildung glauben und die dann besonders empfänglich sind für so autoritäre Konzepte. Und linksgrüne Politik ist nichts anderes als paternalistische Politik. Sie sagt nämlich dem Bürger, was er essen soll, wie oft er in Urlaub fahren soll, wie er die Welt zu retten hat. Ne? Also demnächst werden wir dann noch Stromkontingente und Fleischkontingente wahrscheinlich haben, wie in Kriegszeiten. Und in Notzeiten oder ich sag mal in einer Situation, wo die Bevölkerung, das bezieht sich ja nicht nur auf Deutschland, zunehmend verunsichert ist, fallen solche paternalistischen Ansätze auch besonders fruchtbaren Boden. Das muss man leider so festhalten. Ja, ergänzend dazu ist es natürlich wichtig, dass aus diesen Bereichen auch die entsprechenden Einkommen deklariert werden. Das tun die ja. Man erlebt ja bei Özdemir und bei Frau Baerbock die Ehrlichkeit. Das kann mal entgehen. Weißt du, wenn ich Einkommen habe zwischen 17.500 und 37.000 Euro, das kann mal passieren, dass man das nicht angibt. Und das ist der großen Ehrlichkeit anzurechnen, dass das im März 2021 nachgeholt wurde. Finde ich gut. Wenn andere das tun würden, hätten wir im Spiegel die Titelseite. Aber hier findet es auch noch Huldigung, dass man sagt, das ist Ehrlichkeit. Hier werden Einkommen, Einkünfte nachdeklariert. Finde ich toll. Ich überlege, ob man hier nicht den Vorschlag machen sollte, beim Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz dann auszuhändigen. Ja, in die Richtung geht's ja. Ja, also ich muss sagen, in früheren Zeiten hätte wahrscheinlich das Vorgehen von Frau Baerbock oder jetzt auch von Herrn Özdemir zu einer sofortigen Niederlegung der Ämter geführt. Wir erinnern uns noch an Zeiten in der Bundesrepublik, wo es gereicht hat, mal eine Putzfrau auf nicht angemeldeter Basis für ein paar Monate zu beschäftigen, dass eine ganze Politikkarriere beendet wurde. Heutzutage ist es quasi noch der Ritterschlag, wenn das dann rauskommt und die Person das dann auch einsieht, was sie da gemacht hat. Also es ist ungeheuerlich, diese Art von Willkürherrschaft, diese Art von Selbstermächtigung, ein System, was eigentlich keine Schranken mehr kennt. Ich nenne es politische Verwahrlosung. Mhm. Und so, das unterschreibe ich bedingungslos. Silke, du hast gesagt, wir haben Demokratie nicht gelebt und wir haben uns ging es gut. Dem muss ich teilweise widersprechen. Uns ging es gut, weil wir Bilanzfälschung begangen haben. Hätten wir die Dinge mal aufgezeigt, Lehman-Pleite, hätten wir mal Griechenland die Bilanzierung aufgezeigt, würden wir mal wirklich aufzeigen 2015. Ich spreche jetzt nicht nur von den physischen und psychischen Ereignissen, sondern was kostet es uns, was kostet es Generationen danach? Wie schaut es de facto aus mit dem Ansehen in der Welt, wenn wir diese Bilder der vergangenen Tage sehen? Und die Fiskalunion, über die keiner mehr spricht, das heißt also Corona-Aufbauhilfen, 750 Milliarden, davon trägt Deutschland die Hauptlast. Warum? Weil man sagt, die Zahlen sind ja für die normale Bevölkerung überhaupt nicht greifbar. Denn man sagt, hat man Tagezahlen, man hat die und die Verbindlichkeiten. Das sind Billionen, die anhand unserer Steueraufkommens über Jahrzehnte nicht bezahlt werden können. Man sagt, okay, die einen beginnen mit der Rückzahlung 2030, die anderen 2040. Da sind die Verantwortlichen schon längst nicht mehr in Amt und Würden. Wahrscheinlich leben auch einige nicht mehr oder viele nicht mehr. Und das ist Politik auf Sicht. Ich bin im völligen Blindflug und dieses Nebulöse übertrage ich auf die Bevölkerung. Ist doch alles in Ordnung, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Dass das ganze Sparvermögen, dass alles hin ist, dass die Nullzinspolitik dazu führt, dass die ganzen Fondsanlagen in den Keller gehen und dass wir schon wieder eine Blase haben. Ja, es ist fragil, aber so ist die Globalisierung, so ist die Wirtschaft. Aber das ist alles reines Blendwerk.
Wir sollen verhaftet werden in einer Union, die auch nur zu unserem Nachteil gereichen kann. Ich habe gestern, ich weiß, ich meine, das wäre im Handelsblatt auch gewesen, war ich zunächst erstaunt. Da stand ja, die europäischen Bevölkerungen verlieren das Vertrauen zunehmend in ihre Landesregierung. Da dachte ich, ist nein. Interessant. Und dann war das aber gefolgt von der Essenz, die darunter stand, dafür haben sie ein so hohes Vertrauen in die EU wie nie zuvor. Und das, darauf läuft das alles, was wir hier gerade doch erleben, hinaus, auf eine immer stärkere Zentralisierung, ob das im Wirtschaftsgeschehen ist oder ob das politisch ist. Gestern wurde jetzt ja beschlossen, wie es mit diesem Impfausweis vorangehen soll. Also wir werden erst jetzt einen Impfausweis, einen europäischen Ausweis erleben, und die EU selber hat ja schon Studien dazu gemacht, dass der Impfausweis dann letztlich in einen EU-Personalausweis münden soll. Und wie es dann weitergeht, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich sage mal, die Marschrichtung ist doch vollkommen klar. Hier soll auf Teufel komm raus, sollen die Nationalstaaten zerschlagen werden, sie sollen aufgelöst werden in einem immer größer werdenden Ganzen. Der Bevölkerung oder den europäischen Bevölkerungen sollen ihre Bundes-, ihre Landesregierung nach Möglichkeit so unattraktiv dargestellt werden, dass sie dann auch irgendwann sagen, ja, mein Gott, vielleicht sind wir wirklich besser dran, wenn wir hier zentralistisch über die EU regiert werden, dann habe ich auch wieder Reisefreiheit. Das ist ja auch ein Argument, was man von vielen Leuten hört, die sich jetzt dieser Tage impfen lassen, unabhängig davon, ob man das jetzt gut oder nicht gut bewertet. Aber dass es schon jetzt eine Art Erpressungspotenzial gibt, dass man sagt, naja, überleg dir mal, deine Mobilität auch innerhalb Europas oder besonders innerhalb Europas wird erst wiederhergestellt, wenn du das und das machst, in diesem Falle impfen. Die nächste Stufe kann ja sein, du darfst nur noch innerhalb Europas reisen, wenn du dein Auto abgibst. Oder ne, die EU diskutiert ja jetzt die Abschaffung von Kurzstreckenflügen. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber was wir doch sehen ist, es ist eine ganz klare Entmündigung der Bürger. Es ist eine ganz klare Aufhebung dessen, was uns über viele Jahrzehnte geschützt hat, nämlich der Nationalstaatlichkeit, was auch unsere Identitäten als Europäer ausmacht. Ja, wir sind Europäer, aber darin befindlich sind wir natürlich auch, haben wir unsere eigenen kulturellen Identitäten. Das alles soll uns quasi wie der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und was mich erschüttert, ist, dass das eben viele Leute noch immer nicht merken. Und daran arbeiten wir. Und ich erinnere mich an den 13. August 1961, war ich 8 Jahre alt. Ein paar Tage zuvor hat jemand gesagt, kein Mensch hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. So, und kein Mensch hat die Absicht, einen Impfzwang hervorzurufen. Kein Mensch hat die Absicht, die deutsche Automobilindustrie zu zerstören. Kein Mensch hat die Absicht, unsere nationalen und europäischen Grenzen abzusichern. Ja, so schaut's nun mal aus. Silke, wir haben, und ich merke das immer stärker, mein Lieblingsitaliener, schon ein halbes Jahr kann ich nicht mehr hingehen. Ich unterstütze ihn, toller Betrieb, 36 Jahre existent, Verzeihung, tolle Familie. Ich unterstütze ihn, ich fahre ein-, zweimal die Woche hin und kaufe, wenn du so willst, Essen auf Rädern, hol das da immer ab. Aber wenn ich mir den Hotel- und Gaststättenverband, die sogenannte DEHOGA, anschaue, ich erkenne in den Interviews immer wieder, wenn die Landesvorsitzende, der Präsident dort ist, die Politik muss sich bemühen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, die Lage ist ernst. Man spricht von Existenzbedrohung, ca. 75% der Unternehmen bangen um ihre Existenz. Ja, das wird halt alles mal so besprochen. Ist auch da ein typisches Funktionärsdenken festzustellen? Ich meine, wenn es um die Existenz geht, geht es ja nicht mehr weiter nach hinten. Ich bin mit dem Rücken an der Wand, also kann ich bloß mal nach vorne gehen und sagen, Freunde, wo liegt denn eure Begründung für eure Maßnahmen? Die könnt ihr nur langsam, aber sicher nicht mehr aufrechterhalten. Aber die Verbände, die Funktionäre, ist der Klüngel auch da zur Politik zu groß? Ich glaube, das hat wahrscheinlich überwiegend mit Abhängigkeitsverhältnissen zu tun. Also einfach das Thema, wem wurden in welcher Höhe Soforthilfen gewährt? Da muss man jetzt sagen, gerade der Gaststättenverband, der ja massiv investiert hatte noch im letzten Jahr, die haben zumindest einigermaßen zuverlässig in der Breite ihre Soforthilfen bekommen, was man jetzt bei Einzelhändlern, den kleineren, nicht unbedingt sagen kann. Aber bei den Verbänden ist es doch genau das Gleiche wie bei den Gewerkschaften. Also natürlich ist da die Abhängigkeit der Funktionäre von der Politik, von
Fördermitteln von Notfallzahlungen etc. so dramatisch, dass es im Grunde genommen, also dass wir auch da sehen können, dass unser Wirtschaftskreislauf außer Kraft gesetzt wurde. Und also das ist so das, wo es mich immer so in Fingern juckt, weil ich so denke, viele Leute in diesem Land verstehen nicht mehr, dass eine freie Marktwirtschaft bedeutet, dass wir wirklich einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf benötigen. Das ist nicht über, also dass das, was der Staat an Soforthilfen oder sonstigen Unterstützung auskehrt, letztlich auch steuerlich erstmal erwirtschaftet oder auf sonst irgendeine Art und Weise den Bürgern weggenommen werden muss. Dass das alles keine Lösung ist. Ja? Also es hängt ja alles mit allem zusammen. Und wo wir die freie Marktwirtschaft torpedieren, wo wir sie an den Tropf des Staates hängen, da ja, entstehen Abhängigkeiten, die dann natürlich auch zu einer gewissen Loyalität, ist fast so ein bisschen wie Stockholm-Syndrom, ne? Also die Verbände werden von der Politik unterstützt, teilweise ja auch personell besetzt und dafür sind sie dann auch loyal und tragen Dinge mit, das sehen wir auch bei den Gewerkschaften ganz massiv, die vollkommen widerstrebend zu den Interessen ihrer Mitglieder sind. Ja, es ist alles eine Frage des Abhängigkeitsverhältnisses und wir haben einen Staat, der so schlimm aufgebläht ist, wie es, glaube ich, noch nie gewesen ist. Und je stärker er an Macht gewinnt, desto zahlreicher werden die Abhängigkeiten, desto unmündiger und auch unautonomer werden die Menschen in diesem Land. Und das ist am Ende des Tages, gibt es eine riesige Machtblase, der wieder ausgeliefert sind, die niemandem außer den Menschen, die am Steuerknüppel sitzen, zum Vorteil gereicht. Und alles, was du jetzt erzählt hast, wirst du als Verschwörungstheorie wiederfinden. Das sind alles Verschwörungstheorien. Ja, es ist ja Fakt, ne? Es ist ja Fakt. Ja, ja, gut. Man kann das alles nachlesen. Ja. Die Zahlen sind ja auch zugänglich. Man muss sich einfach nochmal ein bisschen informieren, ne? Ja, man muss sie interpretieren. Und du hast eine Anmerkung noch zu der Hotel- und Gaststätten, zu den Hotel- und Gaststättenbetrieben. Die Menschen leben zu 25% von den Trinkgeldern. Und wenn die wegfallen, dann schaut es mit dem Kurzarbeitergeld ziemlich bedenklich aus und das muss man alles berücksichtigen. Du hast zum Schluss des Gesprächs, du hast die Gewerkschaften angesprochen. Wir haben ja bei uns die IG Metall, es gibt verschiedene andere Dachverbände, der DGB arbeitet ja eng mit der Antifa zusammen, wie man ja oft sieht in den Konterfeis, da ist ja kein Unterschied mehr, gehen Hand in Hand mit Linksradikalen. Deutsche Gewerkschaftsbund, sondern die IG Metall, die Autoindustrie, die Zulieferindustrie geht merklich ins Ausland. Alle Bilanzen, die wir sehen, die jetzt veröffentlicht werden, haben nur ihren Glanz durch asiatische Märkte, durch den amerikanischen Markt. Den Vorstandsvorsitzenden, den CIOs, denen ist es völlig egal. Da ist der kurzfristige Erfolg. Wir haben eine wunderbar in entsprechenden Glanzpapier verpackte Bilanz, wir machen Pressekonferenzen, die Bilanz veröffentlichen. Daimler-Benz hat diesen und jenen Markt und wir haben Zuwächse, wie wir sie noch nie hatten. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, sehen wir im Moment, das ist ja in Asien. Deutsche Arbeitsplätze, Motorenwerke gehen verloren. Man spricht vom Zuckerlehrer und sagt, ja, aber wir haben ja die E-Mobilität. Wir werden doch immer eine Sendung machen, das ist ein Rohrkrepierer. Die Teile, insbesondere die Antriebsteile in der E-Mobilität, sind natürlich verschwindend gering zu einem normalen Verbrennungsmotor mit Getriebe, Hinterradachse und so weiter. Aber ist auch hier nicht eine Täuschung, dass man Gewerkschaften, wo ist denn eure Rolle? Es werden Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gehen. Aber auch hier, die Funktionäre bedienen sich doch gut, die Obrigkeit. Ich möchte nicht wissen, was da einer verdient. Der Arbeiter geht mit 40.000 nach Hause und der Funktionär hat zwischen 150 und 300.000. So wird es doch wohl sein. Klar. Also diese Art von Gewerkschaften, die sind natürlich auch über viele Jahre jetzt zu politischen Vorfeldorganisationen verkommen, muss man sagen. Deswegen gibt es ja auch viele Berufsgruppen, die sich gar nicht mehr an Gewerkschaften anschließen, weil die sagen, das ist ohnehin Schall und Rauch, was hier gespielt wird, nicht mehr in unserem Interesse. Das ist quasi reines Theater, dem wir da ausgesetzt sind. Also ja, kann man nur so bestätigen. Es sind politische Vorfeldorganisationen zu einem sehr erheblichen Teil und dementsprechend werden die Arbeitnehmerinteressen diesem Theater, diesem Machtapparat dann auch geopfert, ganz bereitwillig, ne? Die sind natürlich am Ende der Kette
und spielen dementsprechend nicht mehr so eine bedeutende Rolle. Auch da ein selbstreferenzielles System, kann man festhalten. Und dass wir mit unseren Gesprächen, mit unseren Interviews immer in die Wunde hineinstoßen, das sehen wir, dass alle Gazetten über uns berichten, der Spiegel in seinen Printmedien, schön zu lesen. Ich habe mich auch recht herzlich bedankt, die Zuschauer werden es gesehen haben, im Maaßens Wochenrückblick, der sehr deutlich war. Wer ihn noch nicht gesehen hat, es lohnt sich, den anzuschauen. Es ist nicht ein Blablabla, sondern ich habe Hans-Georg Maaß mal auf den Zahn gefühlt. Wir haben über die CDU gesprochen. Und das ist nicht reicht zu sagen, wir sollten die anderen verhindern. Denn ich frage, wo ist eine CDU, das Team und die Mannschaft? Aber wir haben ja einen Herrn Söder, der das alles mitmachen wird, der ja im Stillen immer noch darauf hofft, dass er sagt, er kann hier die Kandidatur mitbekommen. Nein, Silke, solche Gespräche sind solche Interviews. Insofern sage ich danke, dass du Gesicht zeigst, dass du inhaltlich die Dinge immer klar akzentuierst und auf den Punkt bringst und auch verständlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Pfingstmontag und Dankeschön. Das wünsche ich den lieben Zuschauern auch und dir natürlich auch, lieber Peter.